Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu einem Tag mit mir und meinen Schafen. Heute erster Weihnachtstag. Ich habe gerade hier Kontrollgang gemacht und dann muss ich sagen, es ist bei mir ja dieses Jahr meine zweite Lammzeit. Und zwar hatte ich ja für alle, die schon länger dabei sind, im Januar, Februar meine erste Lammzeit, jetzt die zweite Lammzeit. Und ja, so sieht das aus. Normal mache ich das ja nicht. Zwei Lammzeiten. Aber ich wollte, dass die Lämmer länger auf Bauerngrün laufen und etc. Und deswegen habe ich die halt hierher getan. Und hier beim Kontrollgang ist mir halt ein Schaf aufgefallen. Und zwar ist das dieses hier. Und wenn man da so ein bisschen beguckt, macht das auf den ersten Blick ja einen ganz normalen Eindruck. Die hat ein relativ kleines Euter. Der Pansen sieht gut aus. Und als ich gekommen bin, legte sich das da hinten in der Ecke hin und ich schätze, dass dieses Schaf in den nächsten Stunden verlammen wird. Was der Grund sein kann, also das gibt viele Gründe, warum die verlammen. Können Bakterien, Viren sein, kann durch Stress kommen oder ähnliches. Und was speziell dieses Schaf hat, das kann ich so auf den ersten Blick zwar nicht erkennen, aber die macht einen nicht unbedingt so aufgeweckten Eindruck auf mich, dass ich sagen kann, das ist topfit. Also halt aus Erfahrung, nicht irgendwie, ne, sondern reine Erfahrung. Die ist normal ein bisschen scheuer und aber jetzt im Moment, man sieht auch die Scharren, die ist nicht ganz so geschwollen und also für mich macht die einen unzufriedenen Eindruck. Also wie gesagt, die lag da vorne in der Ecke, dann ging die immer wieder dahin. Jetzt separiert die sich auch langsam. Ja, ich werde die jetzt noch ein bisschen beobachten und gucken, was passiert. Also ich tippe,
ganz stark darauf, dass das Tier entweder eine Frühgeburt oder eine Fehlgeburt bekommt. Ja, ich habe gestern noch ein kurzes Video gemacht zu einem Schaf, das mir einen ja nicht so gesunden Eindruck machte. Und heute morgens habe ich gesehen, das Licht jetzt hier. Ich habe vermutet, dass das verlammen will. Tatsächlich hat das Weidetetanie, also wenn ich der jetzt an die Ohren packe, die sind ganz kalt und hinten am After habe ich vorhin geguckt, hat sie keinen Druck drauf, also die versucht nicht zu scheißen, ist aber soweit gut ernährt und dann nehme ich die gleich mit und behandle das Tier. Ja, also Auto steht da schon, eben schnell aufladen. Ja, und zum allen Überfluss hat hier noch ein Merino gelammt mit 3 Lämmern. Puh, die kommen auch gleich erstmal mit. Ja, bevor ich jetzt das Schaf da behandle, kommen hier die Drillinge raus und dann hat das Schaf auch noch gelammt. Und die, wie gesagt, die ist ziemlich matschig im Moment, aber das legt sich gleich wieder. So, dann habe ich für das Schaf hier erstmal einmal Calcium und Glucose. Davon gebe ich von dem Calcium gleich 10 Kubik unter die Haut, also 5 links, 5 rechts, also unter die Haut. Und 1 Kubik, den spritze ich direkt in den Muskel, damit der ein bisschen schneller wirkt. Und von dem Calcium, da gebe ich 5 Kubik unter die Haut, damit die so ein bisschen, ach, Calcium nicht, von der Glucose, also gebe ich unter die Haut, damit er so ein bisschen Energie kriegt. Und dann wird das von selber wahrscheinlich aus dem Anhänger laufen können. Ja, jetzt habe ich da ein bisschen Stroh reingetan, damit die ein bisschen Rohfaser kriegt zum Kauen, damit die Verdauung wieder anläuft. Und ich schätze, dass die gleich fit genug ist, um selber in den Stall zu gehen. Ja, hier ist das Schaf jetzt reingekommen. Das hat es nicht von selbst geschafft. Ich musste das rein tragen quasi. Und das stand noch ziemlich wackelig auf den Beinen. Ich schätze, dass die wahrscheinlich 3 Lämmer im Bauch hat. Und deswegen haben die bei ihr halt ordentlich Calcium gezogen. Ja, jetzt hat sich das halt gerappelt. Das bleibt jetzt ein paar Tage hier drin und dann bleibt das auch auf dem Hof, bis die Lämmer fit genug sind, dass die raus kann. Gucken wir mal. Also ich habe gestern gleich gesehen, dass mit der irgendwas nicht stimmt. Aber ich wollte die halt nicht stressen, dass ich die halt über die Weide jage und dann, also das bringt dann mehr Unruhe in die ganze Herde und dem Schaf tut das auch nicht gut. Heute konnte ich das gut aufladen, herbringen. Da stand es auch fest, also ich habe wirklich angenommen, dass sie verlammen will. Deswegen habe ich die erstmal machen lassen. Ja, der Merino mit den Drillingen, dem geht es auch ganz gut. Die Lämmer schlafen jetzt. Da sind 2 da hinten. Nicht der andere. Moment. Da.
Können sich ein bisschen ausruhen. Für die drei muss ich jetzt Biestmilch auftauen, damit ich auf der sicheren Seite bin, dass die was gehabt haben. Ja, soweit die Sache. Hier, das ist halt die nächste Gruppe, die dann nach draußen gehen wird. Aber da warte ich noch ein bisschen ab, bis die auf der anderen Koppel sind. Dann geht's raus.